Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Maxi und willkommen zur letzten Verlosungsrunde des Pokémaxi Adventskalenders 2018. Wir haben schon viele, viele Dinge an euch rausgeschickt. Viele, ihr haben sich schon gemeldet und gesagt, danke für das Geschenk, hat Ihnen sehr gut gefallen und wir wollen das jetzt auch noch bei der letzten Runde genauso beibehalten, dass jeder zu einem Video die Möglichkeit hat, etwas zu gewinnen. Und wir beginnen mit einer kleinen Info vorab. Da sich zwei Kollegen leider gar nicht gemeldet haben zum 10. und 11. Dezember, und zwar Money-O und Boostersucht, die haben sich nicht gemeldet. Dementsprechend leider habt ihr keinen Gewinn jetzt bekommen. Eure ursprünglichen Gewinne sind wieder mit in den Pott gewandert für die nächsten 8, die wir dieses Mal ziehen werden, denn der 23. zählt mit. Der 24. wird ein separates Video, wird es ein separates Geschenk geben. Deswegen gibt es heute 8 Verlosungen. Und dann beginnen wir auch direkt und schauen bei der Nummer 16 als allererstes mal rein, wer da das Geschenk bekommt. Wir haben 50 Kommentare und werden jetzt wieder mal einen daraus picken und gleich schauen, ob er ein Abonnent des Kanals ist und das auch öffentlich stehen hat. Random Plays, die Karten sehen mega aus und ja, ich kann mich daran erinnern, dass Random Plays schon mal was gewonnen hat. Das müsste also klappen. Keine Musik, kein Video. Wir schauen, dass wir uns finden. Und damit ist Random Plays der Gewinner für das Paketchen Nr. 16. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Wir haben, glaube ich, beim Adventskalender dich schon mal dabei gehabt. Und du kriegst nochmal etwas Plays. Random Plays Nr. 16 geht an dich. Steht schon auf dem Pack mit drauf. Und du bekommst jetzt hier aus diesem Stapel irgendein Pack random gezogen, das was rausgefallen ist. Zack, Nummer 16 geht an dich. Glückwunsch nochmal. Und wir schauen direkt weiter zur Nummer 17. Freunde, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt jetzt, dass euch der Kalender auch so Spaß gemacht hat wie mir. Und dass ihr euch schon auf die nächste Runde freut, wenn die nächsten Videos kommen. Ja, denn da wird es noch einiges geben. Freut euch auf jeden Fall auch auf Videos, die wir mit der Poketuber Community noch machen wollen. Da wird es was Schönes für euch geben. Und der nächste Gewinner ist Mr. Duft, wenigstens eine GX. Und bei Mr. Duft schauen wir auch direkt mal nach, ob er einer der Abonnenten ist. Da sind wir schon. Coole TCGs. Ja, Moment. Aber wir müssen ja bei den Abos schauen, ob ich bei den Abos drin bin. Nicht nur für die Werbung oben. Auch als Abonnent natürlich mit dabei. Mr. Duft hat, glaube ich, tatsächlich auch schon einmal bei dem Gewinnspiel gewonnen. Und da seht ihr, es lohnt sich einfach immer wieder mitzumachen. Dann könnt ihr nämlich etwas gewinnen und in dem Fall auch zum zweiten Mal gibt es ein Paketchen für Mr. Duft. Und Mr. Duft bekommt auch hier aus diesem Stapel irgendwas random rausgezogen, wie zum Beispiel das hier. Gibt es einfach mal on top. Du weißt wahrscheinlich schon, was es in etwa sein wird. Ich habe ja schon mal angekündigt vorne, das geht so in die Richtung Mystery Booster, die man noch bei einigen Leuten schon kaufen konnte und die bekommt ihr hier von mir geschenkt. Und auch die Möglichkeit, da eine schöne Karte zu ziehen. Wir sind beim nächsten Video, Nr. 18, wenn ich mich nicht irre. Und der nächste Gewinner lautet Raging Blaziken. Oh, Marcel hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Schauen wir auch noch schnell rein, ob du auch einer meiner Abonnenten bist. Und du hast es nicht anzeigen lassen. Das ist traurig. Schade. Schade, Amigo. Leider nicht. Wir machen dasselbe nochmal. Zieh nochmal einen Kommentar. Schade, Marcel. Oh. Die Spielregeln waren von Anfang an klar. Poke-Unboxer. Tolles Opening. Hashtag der Umwelt zuliebe. Perfekt. Das ist natürlich sehr nice, dass nochmal der Hashtag mit aufgenommen wurde. Abos sehen wir hier schon. Das heißt, das Paket Nummer 18 geht leider nicht an Raging Blaziken, sondern an Poke-Unboxer. Auch sehr cool. Vielen, vielen Dank auch für dein Abo. Und du bekommst das nächste Paketchen. Hier die Nummer 18 und zur 18 gibt es dann wieder eines dieser random Paketchen. Nehmen wir einfach mal das. Zack, mit dazu. Und Nummer 19 ruft schon nach uns. Bei der Nummer 19 gibt es auch wieder etwas Schönes, Kleines für euch zu gewinnen. Und hoppa, da muss man hin. So, der nächste Kommentar wird gepickt und es ist Pokémon mit Hut. Ich will ein schwarz-weiß 05 Set. Was? 05 Set? Okay, schauen wir mal. Pokémon mit Hut. Bist du einer meiner Abonnenten, Kanäle?
bei den Kanälen sehen wir die Abos und bei den Abos sehe ich mich und damit hast du auch gewonnen. Pokémon mit Hut gewinnt Paketchen Nummer 19. Wer sich noch an das Reading Your Comments erinnern kann, kann sich bestimmt auch an seinen Kommentar erinnern, indem er sich sehr über die Pulls gefreut hat, die bei uns gekommen sind. Zu unserer Hochzeit, als wir ständig sehr gute Full Arts und Rainbows gezogen haben. Hust, Cutter, nein, haben wir nicht. Ein bisschen Ironie ist immer gut. So, Sarkasmus on top. Nummer 19 geht an dich. Danke fürs Mitmachen. Wir gehen direkt weiter zur Nummer 20. Machen das schön und knackig, damit ihr nicht zu lange am heutigen Tag vor allem, ja, am Montag, am Heiligabend, dass ihr zu lange am Fernseher hockt oder am Tablet, am Smartphone, am whatever, an welchem Gerät. Robster 1210, der nächste Gewinner. Und hier bei den Abos sehen wir es schon, mit dabei auf der Topseite. Paket Nummer 20 geht an Robster 1210, nicht 1220, falls ich das vorhin falsch gesagt hatte. Muhaha. Nächstes Paket steht mit drauf. Nächstes Pack wird gezogen. Du bekommst dieses mit dazu. Klack. Und wir gehen straight weiter, Freunde. Wie gesagt, wir halten das frisch und knackig. Nächster Link, nächstes Video, 46 Kommentare. Nummer 21, drei Stück gibt's noch. Und Nummer 21 geht an Dani Patrick Wolf. Hallo, Hashtag der Umwelt zuliebe, Superbox. Bis zum nächsten Mal, mit freundlichen Grüßen, Dani. Danke, danke, danke auch für deine Teilnahme. Hab schon oft von dir was gelesen. Und finden wir uns hier wieder? Ja, mit hier oben sind wir vertreten. Also, Paket Nummer 21 geht an Dani Patrick oder Dani Patrick Wolf. Ganz wichtig, Freunde, dass ihr mir in der nächsten Zeit schreibt. Ich werde euch nochmal das Datum durchgeben. Ihr findet auch wie immer alle Informationen in der Videobeschreibung. Dieses Jahr brauche ich noch eure Rückmeldung, damit ich das dieses Jahr noch rausschicken kann. Weil sonst verfliegt leider euer Gewinn. Ähnlich wie wir es bei Money.io hatten und bei dem Booster Suchti. Da gab es dann leider keinen Gewinn für die beiden. Aber das wisst ihr jetzt. Einfach direkt mitmachen. So, Nummer 22 sind wir. Vorletztes Video unseres Adventskalenders mit 41 Kommentaren oder mit 41 einzigartigen Kommentatoren und Raging Blaziken. Oh, schon wieder, er hätte tatsächlich heute zwei Dinger gewinnen können. Ja, wir müssen es nochmal nachschauen und leider finden wir wieder heraus, dass wir hier keine Kommentare, dass wir hier keine Abonnenten sehen können. Ja, das ist nicht auf seiner Liste, sondern nur seine eigenen Uploads und damit leider, leider, Marcel, zweimal hintereinander müssen wir deinen Kommentar nochmal verwerfen und einen neuen Gewinner suchen. Das ist echt schade, Mann. Das ist schade. Zweimal hintereinander. Und Tutti Frutti gewinnt. Tolles Video. Allen ein schönes Wochenende. Und bei Tutti Frutti müssen wir auch noch gucken. Da ist leider auch nichts. Mr. Tutti Frutti, was ist los mit euch? Leider, leider auch. Du kannst so das Gewinnspiel nicht gewinnen. Ich muss sehen, dass ihr ein Abonnent seid. Das ist ein Community-Exclusive Gewinnspiel. Oh mein Gott, wie kann man so viel Packluck haben? PS, super Video von HVC. Und bei HVC schauen wir auch direkt mal mit rein und finden die Abos. Und bei den Abos finden wir auch hoffentlich uns, wie eine Menge anderer Leute. Und Nummer 22 geht damit an HVC. Schreiben wir auch direkt mit auf die Sleeve, dass ich das immer schön zuordnen kann, sobald ich eure Nachricht bekomme. HVC bekommt das Paketchen Nummer 22 und hieraus, ja gut, bekommt er dann noch hier eins. Das passt. Letztes Video, Freunde. Letztes Video für die Verlosung. Und wir brauchen dafür die 23. Bei der 23 haben jetzt noch einmal 44 Leute die Chance, etwas zu gewinnen. Und wenn jetzt nochmal Raging Blaziken kommt, ne? Das wäre so hart. Und es kommt Danny Löffrig. Jawohl. Ja, moin. Also ab nun bestelle ich nur... Na, was? Ab jetzt bestelle ich noch TCG über deinen Namen. Da muss ja was Gutes drin sein. Ja, gut. Sehr gerne, sehr gerne. Du kannst die Sachen auch erstmal zu mir schicken, dann machen wir hier ein Video. Das ist okay. Und ja, bei den Abos sehen wir schon dabei. Danny Löffrig, herzlichen Glückwunsch. Du hattest, dachte ich, auch schon einmal beim Kalender dieses Jahr gewonnen. Das heißt, du bekommst hier schon das zweite Paket. Trotzdem, ich brauche von jedem, auch wenn ihr schon mal gewonnen habt, ich brauche von euch nochmal eine Rückmeldung. Und dann bekommt ihr auch euer Paketchen zugeschickt, sobald ich eure Adresse und alles habe. Danny Löffrig gewinnt den 23.12. Und ja, das letzte Paket, was es noch gibt,
ist damit auch vollständig. Alle Gewinner, es wird noch mal ein kleines Bildchen dazu geben, findet ihr wieder im Community-Tab hier auf YouTube. Und was steht für die nächste Zeit an? Eine Kleinigkeit. Also wir haben auf jeden Fall noch ein Opening-Battle, was wir machen wollen mit Plushie. Also freut euch da auf jeden Fall drauf. Wir werden noch ein ganz spezielles Video machen mit der Poketube-Community. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Da findet ihr alle meine Freunde, bei denen ihr auf jeden Fall vorbeischauen solltet. Die machen auch eine Menge toller Videos. Und ja, wöchentlich vor allem. Ja, zu verschiedenen Themen, nicht nur zum TCG, sondern auch zu den Videospielen, ja, und auch zu den neuen Spielen, die auf der Switch laufen. Spielen auch Smash Brothers und so. Schaut mit vorbei, die freuen sich auf jeden Fall über eure Kommentare. Auch wenn sie Livestreams machen, dass ihr mit dabei seid, ja. Einfach miteinander Spaß haben, abhängen. Und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr da einfach mal ein Abo da lasst und ein Like. Und lasst ihnen auf jeden Fall Verbesserungsvorschläge da, falls ihr welche habt. Und ja, als nächstes feiern wir das Ende des Jahres. Und was werden wir bis dahin machen? Geplant sind ein, zwei Livestreams, ja, wenn wir ein bisschen was zocken, ein paar Booster online aufreißen. Lasst auf jeden Fall Vorschläge in den Kommentaren dafür da. Und der 24.12. wird ein eigenes Video haben, ganz speziell mit einem eigenen Opening. Und da wird es auch ein eigenes kleines Gewinnspiel geben, denn da habe ich schon einen Gewinn mir ausgedacht. Das wird euch, denke ich, sehr, sehr freuen. Und das werden wir bald sehen. Noch nicht heute, obwohl, vielleicht, werden wir schauen. Vielleicht erst morgen, so als Bescherung am 25. Schauen wir mal, Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall eine besinnliche Weihnachtszeit, feiert schön mit eurer Familie, lasst euch reich beschenken, ja, habt Spaß miteinander und die nächste Zeit wird ein bisschen ruhig sein, ja, wir werden jetzt nicht jeden Tag wie die letzten Wochen Videos machen können, weil auch wir wollen, alle Poketuber und alle Content Creator wollen auch, denke ich, an den Feiertagen mit ihrer Familie Zeit verbringen und nicht ständig auf Discord rumhocken, sondern einfach mal die Ruhe genießen am Ende des Jahres. Und das solltet ihr auch machen mit euren Freunden, mit der Familie. Und das wünsche ich euch auf jeden Fall. Aber wir sehen uns bald wieder, das ist nicht die Frage. Und mein Bart wackelt immer noch und laut ist er und warm ist er. Deswegen ziehe ich ihn jetzt mal aus. Und Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir sehen uns bald wieder, wie gesagt, haltet die Ohren steif und bis dann. Wichtig, die Gewinner müssen sich bis zum 28. Dezember brauche ich bis 20 Uhr abends von mir aus, brauche ich eine Rückmeldung, damit ich die Pakete spätestens am Samstag fertig machen kann und für mich rausschick. Ja, das ist gut. Freunde, hier steht nochmal in der Videobeschreibung, 28.12. 20 Uhr spätestens brauche ich eure Rückmeldung auf Discord, auf Facebook, auf Instagram, irgendwo oder per Mail und dann können wir eure Gewinne noch mit rausschicken. Glückwunsch nochmal an alle und gut, Freunde, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.